Ja, eigentlich wollte ich ja nach Weißrussland. Nach Weißrussland, aber also da darf man einreisen, ne? Aber das Problem ist, dass die Rückreise in die EU, also von Weißrussland zurück, ne, nach der freien Welt sozusagen, dass das an der Grenze bis zu 12 oder manchmal sogar noch länger Stunden dauert. Und da habe ich mich dann eben kurzfristig umentschieden, nicht in den Schurkenstaat Lukaschenkos zu fahren, also nicht nach Belarusland, sondern gleich in den Irak, ne? Dass da was los ist, Mensch, dass wir was erleben hier. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Und los geht die Tour, ne? Es ist noch nichts los, es ist ganz früh. Und ja, hier schläft noch alles. Ne? Alles ist hier noch im Schlaf. Das ist sehr schnell hier. Selfie, wait. So, der Markt, der öffnet hier gerade. Also ich bin unweit wieder von der Zitadelle. Die ist vor mir und alles, was so an der Zitadelle ist, das wacht so gegen Nachmittag auf. Da geht es hier richtig ab wie die Post. Die ganzen Geschäfte hier übrigens, ne, die jetzt öffnen, es ist jetzt Ortszeit ungefähr 9 Uhr, wenn diese Besitzer dieser Geschäfte Mittagspause machen, dann lassen die den Laden einfach auf, ne, gehen nach Hause oder ins Restaurant oder wie auch immer. Die können hier alles beruhigt unabgeschlossen zurücklassen. Hier wird nichts geklaut. Also Erbil soll angeblich eines der sichersten Orte im Irak sein. Oh, jetzt geht's los hier. Kebab, Shish Kebab, Chicken. In Erbil wird auf jeden Fall auch Wert auf Sauberkeit gelegt. Ne? Schaut mal, wie schön die das hier angerichtet haben. Oh, super. Ne, das ist so eine Art Markthalle hier. Honig, Süßigkeiten. Oh, very good, very tasty. Ja. Überall Nüsse, das ist halt auch der Wahnsinn. Ne, jede Art von Nuss, die es sagen, im Mittleren Osten gibt, kriegst du hier auch zu kaufen. This is egg. Yes, my friend. And this one? What is this? Wow. Ja, sieht nach Rind aus. Ja, also die netten Herrschaften gediegen beim Tee. Ja, dann kann man sich hier beim Barber die Haare bzw. den Bart schneiden lassen. Hallo. Salam alaikum. Salam alaikum. Und ne, kann sich hier auch gleich neben dem Restaurant seine Wäsche waschen und bügeln lassen. Also alles ist möglich hier. Ne? Ne, hier wird auch mal wieder ein Ei gebrutzelt. Jawohl, sehr schön. Manometer, du ey. Das ist ja der Wahnsinn. Hier gibt es wieder die schönen Chicken. Jawohl, da sind sie. Okay, very good. Ah, genau so brauche ich das. Jawohl, heißes Wasser nice. Aufgießen. Very good. Thank you, my friend. Salam alaikum. Thank you very much. Speak English? Yes, very, where are you from? You're from Iraq? I'm Alemania. I'm from Alemania. Yeah. Alemania. You like Almania? Like. Almania number one. Number one. Ja, genau. Habibi. Ne, man darf hier übrigens auch überall noch im Innenbereich rauchen. Das ist gar kein Problem. Ich rauche ja Gott sei Dank schon seit Jahren nicht mehr, aber ne, ich wollte es bloß mal gesagt haben. Oh, wow. Ah, oh, schau mal, schöne heiße Flamme da drin. Ne? Genau, erst klebt er sie, das ist wie in Indien, erst klebt er sie hier an die Wand. Ne? Oh, super, schön frisch.
How many minutes is inside? How many minutes? Ja, die verstehen mich leider alle nicht. Geil, Jürgen. Shukran, shukran. So, this is the souvenir shop here, yeah? Wow. Kurdistan. Mensch, da gibt's hier die ganze Zitadelle. Den Berg der Zitadelle kann man hier beobachten. Assalamu alaikum. Schöne Taschen gibt's hier ohne Ende. Schaut euch das mal an hier. Oh, schöne Ketten gibt's hier auch. Wunderlampen. Direkt von Aladdin. Geiler Scheiß hier. Ja? Toll. Wenn ich nicht schon so viele Teppiche hätte, würde ich auf jeden Fall welche kaufen. Oh, herrlich. So, gucken wir uns mal zur Abwechslung die Preise dieses Supermarkts an. KP nennt er sich. Tolles Bier. Ja? Malzbier sagt man auch dazu. Ja? Absolut alkoholfrei. Und auch mit irgendeiner Frucht vermischt. Also nicht mal ein normales Malzbier gibt es hier. Schade. Ne? Alkoholische Getränke, die sind im Irak auf jeden Fall erhältlich. Allerdings nicht im normalen Supermarkt. Genau, hier ist dann das ohne Geschmack. Die Coca-Cola mit 4.500 Dinare, das sind über 3 Euro für eine, ja, nicht mal ein halber Liter Cola. Dose Pepsi, knapp 1,20 Euro. Haltbare Milch für sage und schreibe 1,60 Euro. Kaffee ist vergleichbar mit uns, die Preise. Die gute Milka-Schokolade für knappe 1,20 Euro. Und für 5 Euro kriegt man die Nutella, ne? Oh, und die Ferrero Rocher für 10 Euro. Naja, ist ja auch eine große Packung, ne? Und die Big Size Reizwäsche für 10.000 Dinar. Knappe 8 Euro. Irgendwas zwischen 7 und 8 Euro. Ja, hier sind wir auf dem Markt. Ja, eher sagen auf einer Art Flohmarkt. Ja, hier gibt es viele gebrauchte Sachen, meistens sind das Klamotten, die ich hier sehen kann. Oh, und eine Geige gibt es hier auch. Guck mal. Ich mache jetzt hier mal auf Bodycam, weil die haben das, glaube ich, nicht so gerne, wenn man hier so drauf hält. Ja, einfach nur Klamotten. Flohmarkt für gebrauchte Klamotten. Alter Verwalter da. Übrigens gibt es hier ganz viele Gastarbeiter. Ja, in Kurdistan gibt es Gastarbeiter aus China und vor allem aus Bangladesch. Ja, da war ich ja auch schon letztes Jahr. Ne? Hier oben, das ist zum Beispiel einer aus Bangladesch. Ja, die sammeln hier Pappe ein. Wahnsinn, oder? Scheiße, Alter. Da kommst du von Bangladesch hierher. Ne? Die erhoffen sich auf jeden Fall ein weitaus besseres Leben. Ich frage mich nur, ob das auch wirklich so ist. Ja, unter der Brücke leben in Deutschland ist nicht geil, wie man so sagt. Aber guck mal, wie man hier unter der Brücke lebt. Ja, also hier lebt jetzt keiner, hoffe ich doch. Aber sollte man sich hier einen Schlafplatz suchen, ja, ich würde davon abraten. Alter Verwalter, ey.
Da ist er doch, der alte Saddam, ne? Es gibt ihn also doch noch auf der Banknote. Jawohl. Yes, my friend, how much? 1000 dinars. 1000 dinars for so one. Two. But it's all the same. Oh, this is a bigger one. No, same, huh? What is this? This is. No, Saddam. Oh, this is a bit. Oh, no, this is without Saddam, huh? Yeah, without Saddam. So this is 2000, no. 2000 for three, yeah? My friend, 2000 for three? You give discount. Very good, very good. No, this is not, no. It's beautiful, but I just need this tree. This tree is for 2000, yeah? Ah ja, bei den Despoten geht's weiter. Also meinen Kampf kann man hier auf jeden Fall auch gleich kaufen. Und, oh, jawohl, die zwei brauchen wir auch hier, ne? Wo ist denn eigentlich der Walker-Busch? Ist ja nur der alte. Ne? Den W gibt's gar nicht. Schade. Immer wieder bezeichnend auch, dass es Kriegsspielzeug hier gibt. Ohne Ende. Saugeil eigentlich, oder? oh, und fette Radieschen. Guck da mal, das sind echte Radieschen hier. Schaut mal her. Das sind doch Radi, so wie man sie haben sollte. Guck da mal her, wie groß die sind. Oh, fett. Na, dann gehen wir noch mal auf den Geflügelmarkt hier. Truthahn. Große Truthahn, kleine Truthahn, Enten. Und auch gleich das passende Futter dazu. Ist das artgerechte Haltung? Gute Frage, ne? Ja, das sieht schon artgerechter aus. Ah, kleine Wellensittiche oder was immer das sein soll. Wow. Tauben gibt es hier auch. Die werden hier auch verzehrt. Lecker. Scheinbar lieben die alte Opel-Modelle. Das ist jetzt ein Opel Vectra aus den 80er, 90ern. Das ist bestimmt schon der 10. Opel. Jahrelang nicht gesehen. Ey, vor allem die Opel Omegas. Also die tun es mir ja echt an, Mann. Alles voll mit unseren Opel Omegas. Wie geil ist das denn eigentlich, Mann? Dieses Auto hat man schon total vergessen, echt? Und woher kommst du? Servus. Ja, servus, wie geht's dir? Du Servus, warum kannst du, ist das österreichisch oder bayerisch? Österreichisch. Österreichisch. Und woher kommt der Mann aus Österreich? Woher aus Österreich? Ja. Geh scheiß dir nicht an, sag, wo du herkommst. Zell am See, hat er gesagt, ja? Ja, Zell am See. Ich war vor vier Jahren in Zell am See. Zell am See, ja. Sauber. Ja, super. Ja. Sehr schön. Und das ist das berühmteste Teehaus von ganz. Okay. Ja, der älteste, ja, von ganz Erbil, ne? Hier war schon jeder, außer Saddam Hussein, der war noch nicht hier. Wow!
Das Wichtigste an diesem Tee ist, dass man ihn schön gezuckert trinkt. Ne? Ohne Zucker wäre er nämlich viel zu bitter. Is he still alive? No, he's dead. He's dead? Genau, 67, seit 1967 Mam Khalil. Und was heißt Mam Khalil? Mam Khalil heißt so viel wie Onkel Khalil. Comprendo, comprendo. Onkel Khalil. Danke, danke. This is Lambert Chicken. This is Chicken, ja? Yeah? Du gleich. Okay, das sind jetzt wieder die vertikalen Döner, die wir alle kennen. Die irakische Version des Ayran. Das sind eingelegte Limetten. Dreimal verschiedener Reis. Das ist schon der Hammer. Lecker. My friend. Richtig reintunken und... Okay, also er macht ihn jetzt hier fertig, macht Soße drauf, Salat. Jawohl. Tomat. Yes, very good. Yes, my friend. Habibi, your best chicken. Thank you. Whatever. Oh, wait, Habibi. No problem, Habibi. Hey, ein Traum, sag ich euch, Leute, ein Traum.